Heyo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Teil von The Dark Project God. Wir wollten uns da unten hinbegeben und uns da mal ein wenig umsehen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht in die Fänge von irgendwelchen Geistern gerate. Ich finde das mal ziemlich schwierig, wenn ich hier gerade runterkomme. Anscheinend war der Geist doch da oben, weil hier unten höre ich ihn jetzt nicht mehr. Oh. Wow. Kann ich das mitnehmen? Das ist bestimmt voll viel wert. Aber hier liegt sonst leider nichts rum. Irgendwo ist hier und da ist ein Zombie. Ich glaube, das hier sind Tunnel, die unter dem kompletten Klostergelände quasi durchführen, sozusagen. Wo ist der? Da kommt er. Lauf weiter. Kein Grund zur Aufregung. Alles gut. Okay. Ich glaube, das ist auch der einzige Zombie, der hier rumrennt. Ja, wie gesagt, die führen, soweit ich weiß, unter dem gesamten Klostergelände einmal durch. Und man kann durch diese Gänge hier an alle möglichen Orte gelangen. Ich müsste nur... Okay. Wo bin ich denn dann hier? Gibt es ja auch Schalter für den Aufzug irgendwo? Ach, hier ist eine Leiter. Ah, oh, okay. Ah, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Hier habe ich Ja, genau, hier oben geht es zur Sternenwarte. Okay. Sehr gut. Heißt, ich müsste hier wieder hoch. Hallo, danke. Und kann dann hier oben raus. Okay, wunderbar. Ich mach mal eben noch hier das... Ich weiß zwar, also ich bin mir relativ sicher, dass hier nichts hinter ist. Aber, ups. Irgendwie ist es trotzdem so Prinzip. Ich will einfach alles kaputt machen. Gut, okay. Einmal raus. Und auf zum Friedhof. Nein, noch nicht zum Friedhof. Who would have thought back then that an unsavory character such as thyself could be my salvation? Thank thee for getting that book for me. I see that thou hast all of the items we need to perform the ritual of consecration. Meet me at my grave in the cemetery. Gut, jetzt müssen wir nämlich auf den Friedhof und ihn an seinem Grab treffen, sozusagen. Das werde ich dann auch mal tun. Ich habe ja zum Glück auch den Schlüssel dafür und ich habe hoffentlich 11 Wasserpfeile müssten eigentlich reichen. Müssten eigentlich reichen. Sekunde, jetzt muss ich kurz den Schlüssel raussuchen. Weinkeller, Prayerbook, Rosary, da ist er. Gut. So, jetzt muss ich kurz das Weihwasser hier raussuchen. Da ist es. Dann einmal einsetzen, bitte. Zack. Zack. Hier laufen nämlich 100.000 Zombies rum. Die möchte ich gerne alle ausschalten, bevor ich Bruder Morus gehe. Wenn möglich. Ups. Der steht falsch. Das weiß ich schon. Was denn? Waren das nur zwei? Ernsthaft? Das waren nur zwei Stück?
Kann ich hier rein? Let us begin, my friend. Wave the rosary over my tombstone. Okay, sein Grabstein ist der hier hinten, eigentlich. Hier. Aber da er jetzt da hinten liegt, weiß ich nicht, ob das Ganze so funktioniert. Also jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal den Rosenkranz an sein Grab halten. Ich gucke mal, ob das klappt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es klappt. Weil sonst habe ich ein Problem. Ja, es ist ein bisschen schwierig, den Fan hier vorne zu verstehen, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Jetzt muss ich die Kerze auf den Grabstein stellen. Wo ist sie denn? Da. Jetzt muss ich das Gebet vorlesen, glaube ich. Beziehungsweise muss Garrett das Gebet vorlesen lassen. Master Builder, we ask thee to bless our brother who hath died in thy service. Forgive him the transgressions of his living days and look with favor on his works in thy name. Plumb and plane, fire and forge, purify his spirit and draw from him all which does not meet thy plan. Take him to serve with thee in thy home where he may rest in peace eternal. Touch my tombstone with the holy symbol. Okay, einmal noch mit dem heiligen Symbol. Den Grabstein berühren. My prayers have been answered. My soul is finally free. Thou hast been a great help to me, friend, and I owe thee great thanks. I wish I could give thee the key to the cloister gate, but that is long lost. Take this key instead. It opens the armory in the attic. There is something up there that a crafty person like thee will find useful. I go now to my rest. Once again, I thank thee. Okay. Ich hab's auf jeden Fall geschafft. Das ist schon mal wundervoll. Ja. Gut, es waren offensichtlich tatsächlich nur zwei. Derjenige, bei dem ich mir das immer anschaue, das Let's Play, der nennt sich Coconut Chris. Auf jeden Fall auch mal einen Blick wert. Er macht sehr, sehr gute Let's Plays, besonders von Dark Project, Thief und so weiter. Und er spielt das Ganze grundsätzlich auf Experte. Und bei ihm war jetzt dann quasi noch gefordert, dass er zwei Brüder, also die zwei Brüder, die ich hier unter anderem auch gefunden habe, dass er die befreit. Genau, dass er die auf jeden Fall befreit und... ach, was heißt befreit? Sorry, ich habe gerade kurz was machen müssen. Dass er die holt und in ihre Gräber legt. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz was schauen. Ich habe nämlich der... Ich bin der Meinung, dass wir etwas noch tun können. Und zwar... meine ich... dass wir hier unten in diesem Raum mit diesen goldenen Figuren noch irgendetwas machen können. Hallo Zombie. Tschüss Zombie. So, jetzt muss ich den Raum natürlich nur wiederfinden. Ich meine, da ist er, ne? Ja, hier. Da kann man nämlich etwas... drücken und dann wird hier ein geheimer Raum geöffnet, in dem man Dinge findet. Unter anderem Moospfeile, Minen, Weihwasser und eine Kiste mit Wasserpfeilen. Ist auf jeden Fall praktisch. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das noch so wirklich brauche, aber ich fand es auf jeden Fall cool. Das habe ich dann herausgefunden, als ich diese Mission von ihm unter mit Experte und so gesehen habe. Da hat er dann nämlich, als er die Leichen quasi befreit hat, beziehungsweise die Seelen der zwei Brüder, die da er noch in seine Gräber werfen musste, da hat er dann gesagt bekommen, dass es da diesen geheimen Raum gibt. Ich möchte den gerne hier runterholen, Dankeschön. Und hat dann als Dankeschön gesagt bekommen, wie er in diesen Raum kommt, sozusagen. Fand ich gut. Zumal es mir jetzt geholfen hat. Ich
weiß, wie gesagt, nicht, ob ich die Sachen jetzt hundertprozentig brauchen werde, aber ist ja gut, sie zu haben, ne? Besser haben als brauchen. So, jetzt bin ich wieder in den Bad. Und jetzt muss ich aber in das Kloster zurück. Hier ist eine Toilette, das war nicht der Ausgang, hier ist der Ausgang. So, wie gesagt, muss ich jetzt noch einmal in das Kloster zurück. Ich glaube, ich muss hier längs, genau. Ach, nicht in das Kloster, in die Kathedrale muss ich zurück, so. Um dort nochmal. Komm schon, geh da hoch. Zack. Noch. Jetzt. Ist gar nicht so einfach, sich hier hochzuziehen. Nee, offensichtlich ist das wirklich ziemlich schwierig. Aber ich muss hier doch wieder rein. Ich muss hier doch irgendwie wieder hochkommen, Leute. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier nicht mehr in die Kathedrale zurückkomme. Autsch, Kopf gestoßen. Autsch. Nee, ich komme ja nicht mehr hoch. Das ist irgendwie doof. Aber ich muss doch da wieder hoch. Wie bin ich denn beim letzten Mal? Gibt es hier nicht noch einen anderen Weg? Muss ich doch irgendwie da reinkommen in das Ding hier. Weil hier gab es nur 100.000 Zombies. Ich glaube nicht, dass ich so hier hochkomme. Mit Seilfallen werde ich halt hier auch nicht weit kommen. Gott, noch eins. Das gibt's doch nicht. Wie komme ich denn jetzt wieder da hoch? Ich muss doch da hoch, um da die Aufgabe zu Ende zu machen zu können. Probier es einfach mal mit einem Seilfall, aber der wird hier nirgendwo halten können. Ja, war ja klar. Nee, ich komme nicht mehr hoch. Über den Keller? Nein. Nee, das ist der einzige Weg hier hoch. Ja, du bist ein Witzbold, ey. Okay, ich versuche mal was anderes. Vielleicht finde ich ja hier so das ein oder andere, mit dem ich mich da hochbacken kann. Weil ich weiß, dass wenn ich auf bestimmte Dinge drauf springe, so hat Kind des Karas zumindest immer irgendwie versucht, sich da auf bestimmte Vorsprünge drauf zu cheaten sozusagen, dann könnte es sein, dass ich da doch noch hochkomme. So, jetzt muss ich gucken, ob ich hier rüberkomme. Ah ja, das war gut, das war gut. Das hat schon mal geklappt. Wunderbar, wunderbar. Dann klaue ich mir mal hier den Zombie-Körper. Ich mal gucken, ob der mir hilft. Ach, verdammt. Ich habe die Tür nicht weit genug aufgemacht. Hört sich ja lecker an mit dem Zombie-Körper hier. Ups. Wenn ich den ablege, geht das? Ja, das geht. Komm schon. Komm schon. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das jetzt was damit zu tun hatte, dass ich... Au. Ich glaube, ich benutze nochmal das Weihwasser, ne? Ich habe ja noch ein bisschen was davon. Damit ich die Viecher hier jetzt noch loswerde. Hallo? Hallo, Zombies? Autsch! Hilfe! Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken.
Aber wir haben ja noch Heiltränke, alles ist gut. Okay. Das müsste eigentlich gewesen sein, Leute. Es kommen natürlich wieder böse, böse Geräusche hier. Was ich nicht gut finde. So. Ich würde dieses Level gerne in dieser Folge abschließen. Muss mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ich glaube, dass es der Schlüssel für diesen Raum hier war. Jawohl. So, und hier, dieses Teil ist jetzt wirklich special. So. Könnt ihr euch mal durchlesen? Mach ich gleich. So. Explosive Charge. Und das Ding, das bumst. Das kann ich euch sagen. Das bumst sowas von. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wo das genau hin muss. Ich meine, das müsste... Wenn ich jetzt hier rausgehe... So, ich speichere hier oben einmal für den Fall, dass ich doch nicht hier runter muss. Ich meine aber, ich muss hier runter. Plupp. Und zwar... Hier hin oder dahin? Hier? Irgendwo gab es hier jetzt auf jeden Fall eine große Doppeltüre, die ich nicht öffnen konnte. Mach dich nicht breit, Garrett. Alles wird gut. So, hier. Das ist die große breite Doppeltüre. Und ich glaube, da muss ich das jetzt davor platzieren. Plupp. Und dann einmal mit einem Feuerpfeil drauf. Skidusch. Das hat ordentlich wehgetan. Bevor mich jetzt hier irgendwas umhaut, schnappe ich mir noch einen Heiltrank. Ich kann das ja eh nicht mit in die nächste Folge nehmen. Das hat wehgetan. Ich hätte mich vielleicht noch ein bisschen weiter davon entfernen sollen. Aber hiermit ist die Mission, wie gesagt, abgeschlossen. Ich habe es tatsächlich geschafft und habe das Auge gestohlen. Und damit haben wir unseren Wohlstand gesichert und können uns jetzt demnächst irgendwo auf einer einsamen Insel zur Ruhe setzen. Ja, ich glaube, das war's dann erstmal. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Juhu. Bis irgendwann mal. Ciao. Now you have your precious eye. What do you hope to